So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, wir sind im Raum der Wünsche gerade. Wir haben ja unser neues Mondkalb, Biscuit, einfach mal geklaut und bei uns verstecken wir es jetzt. Und wir müssen jetzt nach da. Und ich glaube, von dort aus könnten wir es am besten dort rüberfliegen. Nebenbei einmal kurz. Revelio. Hab ich hier? Ich will mal Hallo, gucken, Humor. Ob da drin kurz ein Demigeist ist. Nicht wundern. Weil diese Demigeist muss ich ja auch langsam mal suchen, damit ich bessere Alohomora-Teile kriege. Ne? Revelio. Aber so wie das aussieht, ist hier tatsächlich kein Demigeist drin. Schade. Wäre natürlich echt cool gewesen. Aber Hogsmeade ist jetzt sicherer. Und dafür danke ich vielmals. Ich kann ein paar Sachen verkaufen. Das wollte ich hier auf jeden Fall noch machen. So, den behalten wir. Ich danke für Ihren Besuch. Zack. Oh, hast du das gesehen? Und dann ab zu Nati. Die wollte ja noch was von uns. Ah, hier unten ist ein Flohfeuer. Mal kurz hier. Danke. Das Flohfeuer haben wir. Damit jetzt auch. Zweifellos schon lange verlassen. So. Und einmal runter. Revelio. Dann wollen wir mal da hinten. Chin. Einmal Flohfeuer aktivieren. Ist ja wirklich praktisch. Und warten. Psst, hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und eins noch. Harlow hat dich gegenüber Kollegen erwähnt. Haben sie dich mit jemandem verwechselt? Nein, haben sie nicht. Rookwood und Harlow sind tatsächlich hinter mir her. Warum hast du mich belogen? Und was wollen die von einem Hogwarts-Schüler? Professor Fig sagt, ich soll das nicht verraten. Aber dir kann ich trauen, Nati. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz bevor ich nach Hogwarts kam. Darum war ich auch zu spät bei der Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff auf die Kutsche. Was in aller... Da ist noch was. Ehrlich gesagt, ist es etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Was bedeutet das? Ich lerne noch. Aber ich kann Spuren davon sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Das ist eine Menge, ich weiß. Stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, dass Rookwood und Harlow eine Bedrohung für uns beide, für uns alle sind. Und wir können helfen, sie zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Na dann los. Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Freut mich zu hören. Ja. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Alles klar.
Wir müssen mal hier und hier, ne? Und ja, wenn schon, denn schon. Revelio. Schauen wir mal, dass wir. Oh, was haben wir denn da? Wir kommen hier rein. Wir kriegen dieses Tor auf. Torpflicht. Irgendwie. Niemand tritt ein, es sei denn, er gehört zu den Wilderern oder Aschwinderinnen. Alles, was unwillkommene Gäste abgenommen wird, wird geteilt. Niemand geht, bevor er nicht von seinem Nachfolger abgewiesen wird. Dieser Zauber ist stärker als gedacht. Hier soll wohl niemand rein. Ja, das ist logisch. Ne? Ich würde auch nicht wollen, dass jeder hier doof rumgeistert. Was hab ich denn da? Was bist du denn? Komm, Frinko! Accio! Wingardium Leviosa! Oh. Was bist du? Revelio! Du gehörst hier gar nicht zu. Alles klar. Dann gehen wir wieder, ne? Bevor wir jetzt da unnötig Zeit verschwenden, gehen wir wieder. So. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Revelio. Okay, noch sehe ich keine. Was ist das wohl? Depulso. Das hat geklappt. Accio. Wingardium Leviosa. So. Einmal noch da. Revelio. Und da war noch eine Truhe. So, das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Accio, Wingardium Leviosa. Okay. Levioso. Machen wir es halt so. Ne? Revelio. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Nati das Tor zu öffnen. Revelio. So. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, dass ich da irgendwie. Was machen kann. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Accio. So. Bisschen was weggezogen. Jetzt müsste ich da reinkommen. Ja. Guck mal. Jetzt komme ich hier rein. Aha, das könnte das Tor hochziehen. Sammeln. Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss, aber ihr Schwachköpfe hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf, sprengt es nicht. Wenn es nochmal in die Luft fliegt, schwöre ich, ist es euer Ende. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Okay. Depulso. Accio. Gut gemacht. Ich bin gleich da. Okay. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Revelio. Hallo, Homora. Upp. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Haltet da
das Ziel fest! Wolkenschwinge! Kennst du diesen Hippogreif? Zurück zum Dach damit! Los! Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Ich hoffe, Nati hält sich aus Ärger raus. Entweder füttert man das. Revelio! So. Lass dich in Zukunft vielleicht nicht allzu sehr mithalten, wenn dir eine holde Dame begegnet. So. Depulso. Punk. Schon mal runtergeschubst. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Ab. Und nicht ab. Gerade der sicherste Ort. Revelio. Und zack. Trificus Totalus. Ja. Revelio. Trificus Totalus. Warum sollte ich kämpfen? Warum sollte ich kämpfen? Hallo, Homura. Ne? Warum? Wenn ich die auch backstabben kann. Ne? Warum kämpfen? Revelio. Wenn ich die auch hinterhältig, ne? Ausschalten kann, warum sollte ich dann kämpfen? Accio. Depulso. Revelio. Okay. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Ja, Schloss 2, da sieht man es schon. Da hätte ich Alohomora 2 schon gebraucht. Meine an. Da drüben ist tatsächlich sogar noch Stuff. Ja, unwichtig. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause! Ach, du schickst mich in eine Holzkiste. Uff, einfrieren muss ich die. Okay. Nehmen. Lazio! Oh, das wird unterhalten. Depulso! Und tschüss. Protego! Lazio! War da was? Nur mal so, war da was? Alohomora. Und schwupp. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwuppdiwupp. Revelio. So. Und einmal schnell gucken. Oh nein, Dick hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Da ist ein Niffler. Da ist ein Niffler. Ergo. Niffler nehme ich gerne mit. Den haben wir noch nicht. Und die anderen, die lassen wir einfach hier. Nee, wie gesagt.
Die anderen lassen wir einfach hier. Confringo! Revelio. Anderen lassen wir einfach hier. Oh, warte mal. Alter. Ist das dein Ernst? Hat sich verbuggt. Nee. So. Revelio. Zack, 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 da, 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 da. So. Na komm. Eigentlich brauchen wir Revelio. Ne? Wolkenschwinge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Da seid ihr. Komm schon. Alohomora. Mach schon. Oh, da war der Todesfluch. Guck mal, da ist der Zug. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Nur mal so eine doofe Idee. Geht das? Ah, nee. Will da drauf nicht landen. So einfach raufstellen, so auf den Zug. So, hui. Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Ja, natürlich. Unglaublich, oder? Oh, das ist eine Truhe. Interesting. Das wusste ich gar nicht. Das ist da auch noch was nicht. Man erkennt, man findet auch Sachen, nachdem man es einmal durch hat. Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar.
Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Leo. So, und Wolkenschwinge ist jetzt nämlich auch reitbar, sage ich jetzt mal. Ne? Und natürlich ein paar andere. Jedes Mal wieder. Ich muss echt aufpassen mit diesen Pflanzen hier. Das liegt daran, weil ich ja diese komische Deluxe Edition da hatte und so. Habe ich dementsprechend, also diese Sonderedition mir geholt habe. Deswegen habe ich mir da, habe ich da ein paar extra Sachen. So, aber ich würde sagen, damit beenden wir erstmal. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Okay. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deek sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Okay. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Okay. So, dementsprechend beenden wir hier aber auch die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es denn weitergeht, hier bei Hogwarts Legacy.